Jo, 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 Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen nochmal rein, Leute. XRP heute bei 63 Cent. Ich muss zugeben, ich habe heute noch gar nicht den Markt wirklich mir angucken können. Also, ich sehe jetzt hier auch gerade zum ersten Mal die ganzen Preise, die aktuellen Preise. Sieht aber auf jeden Fall, ja, ähnlich aus wie gestern. Also, das Einzige, was bei mir, glaube ich, grün ist, ist Strong Block oder Strong Protokoll. Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber sonst sieht es auf jeden Fall ein bisschen rot aus. Bin mal gespannt, wo das Ganze noch hingeht. Bevor wir in das Video reinstarten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Für euch eine Sekunde Aufwand. Aber ihr wisst, ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube. Deswegen dann vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal direkt rein. Der Bearable Bull schreibt: Der Crash ist vorbei. Alles, was alles, was kurzfristig passiert, ist kann man in den Wind schlagen. So kann man es wahrscheinlich übersetzen. Wir werden den legendärsten Bullrun überhaupt erleben. Wir sind Pioniere. Ich denke auch, dass wir auf jeden Fall die Vorreiter sind in einem gewissen Umbruch der Zeit. Und dass Leute, die jetzt in Kryptowährungen investieren, sehr, sehr früh sind. Natürlich, es würde immer früher gehen, bla bla bla. Ihr wisst das, aber man sagt ja immer so, der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Von daher, ich denke auch, dass egal wie tief das dippt und wie auch immer, es wird noch so krass steigen. Wir haben noch im ganzen Kryptomarkt insgesamt so wenig Geld im Vergleich zu Bitcoin, im Vergleich zu Gold, Aktien, wie auch immer. Also andere Märkte sind noch deutlich, deutlich größer und Kryptowährungen, da haben Coins teilweise jetzt schon so gute Preise. Aber es ist alles immer noch so am Anfang. Von daher, ich bin auf jeden Fall long-term sehr, sehr bullish auf Krypto. Egal, was jetzt mal in einer Woche passiert und egal, wie der nächste Monat aussieht. Weiter geht's mit einem Video. Das obligatorische Video darf natürlich nicht fehlen. Von Bully. Hört genau zu. Das aktuelle BIS Media Briefing. Wir schauen da mal rein. And that's on top of the excessive energy used to mine Bitcoin. Bitcoin is more of a speculative asset than money. And it has certainly failed the test of becoming a means of payment. Bitcoin ist mehr ein spekulatives Handelsobjekt als Geld. Also im Sinne von, es ist eher Spekulation als richtige Geldwährung quasi. Und es hat manche Tests nicht bestanden in Bezug auf Zahlungen und Zahlungswesen. Und das denke ich auch. Letztens habe ich einen Kommentar gelesen bei mir unten unter einem Video. Da hatte jemand gesagt, dass ich aufhören soll mit dem sinnlosen Bitcoin-Bashing, ne, so, und dass ich da irgendwie, ja, keine Ahnung, dass ich da immer sinnlos draufhauen würde beispielsweise, ne? Und ich finde nicht, dass ich das tue. Also klar, manchmal macht es mir auch Spaß, nachzutreten bei Leuten, die Bitcoin jahrelang in den Himmel gelobt haben, gesagt haben, Bitcoin ist das einzig Wahre. Und dann, ja, verhältnismäßig so schlecht performt haben, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn man in XRP investiert hat, hat man natürlich deutlich mehr Geld gemacht, jetzt im letzten Jahr beispielsweise, als Bitcoin. Und ich denke auch, dass Bitcoin auf lange Sicht verschwinden wird. Und dann werde ich nochmal richtig nachtreten bei den Leuten, die ja, jahrelang gehatet haben, dass XRP der schlechteste Coin wäre und dass Bitcoin das Allheilmittel ist. Denke ich persönlich nicht. Aber ich finde auch nicht, dass ich irgendwie sinnlos Bitcoin bashe. Es ist umweltschädigend. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nicht, dass dieser Umweltaspekt für mich ein primärer Punkt wäre in einer ganzen Kryptodebatte und so weiter. Aber wir müssen ja immer davon ausgehen oder wir müssen ja immer ja, darauf gucken, was das aktuelle Narrativ sagt in Bezug auf beispielsweise Klimawandel, Umweltschutz, ja, diverse Krankheiten, die aktuell so hausieren. Da muss man natürlich immer darauf achten, was uns erzählt wird, ne? Und nicht, wie ich das Ganze sehe. Das ist ja relevant. Weiter geht's von Lord Vendetta. Er schreibt: Heute kam raus, das Zitat, der Zug hat die Station verlassen, hat Benjet Cure. Hoffentlich spricht man das so aus. Ganz bestimmt spricht man das so aus. Der BIS gesagt in Bezug auf die Zentral, also Central Bank Digital Currencies, ne, CBDCs,
und die Unterstützung dessen. Und am 20. Mai hat Rosie Reyes bereits gesagt, der Zug hat bereits die Station verlassen. Also da war es dann schon zu spät, in Anführungsstrichen. Der nächste Mr. Pool Drop, 3FD71194. Was könnte das meinen? Natürlich gibt es direkt eine Interpretation von Red Collie. Er schreibt dazu, wird etwas sehr Wichtiges passieren. Es konnte noch nicht komplett konvertiert werden, also noch nicht komplett gelöst werden. Es fehlt noch der zweite Schritt. Guckt auf die Zeitmarke hier, ne? 9:11, Mr. Pool knows. Der erste Hash-Wert, der zweite Hash-Wert und dann der Hash-Wert hier. Aktuell noch nicht lösbar. Das heißt, da fehlen noch gewisse Teile. Und in Bezug auf den Timestamp schreibt Josie M. Alonso nochmal, dass hier es rauskommt, wenn man das googelt. Timestamp 9:11 in der Eastern Standard Time. Könnte der Crash aller Crashes kommen? Ist der Phoenix bereit aufzusteigen? Hier. Crash Dump Analysis. Also, wenn man das eingibt, kommt als erstes die Dump Analysis. Glaube ich, ist auf jeden Fall naheliegend. Also, ja, eine sinnvolle Interpretation, finde ich. Weiter geht's von Nikesa. Internal Mind, also Gehirn. Body ist der Körper. Glauben. Disease ist Krankheit. Ne? Dann hier 1131 von PRX. In Bezug hier National Weather Service. Ne? Um 11:31 Uhr. 11:31 Uhr. Weiter geht's von David Schwartz, beziehungsweise einem schon etwas älteren Tweet. Ich weiß nicht, ob ich den jemals richtig behandelt habe oder den gebührenden Respekt dort gezollt habe. Genau, aber hier Cäsar, am 13. Juli geboren. Und hier ist David Schwartz auch und reckt die Hand gen Himmel, so wie Cäsar einst. Der nächste Tweet kommt vom XRP Phoenix. Er schreibt hier: Seid bereit, XRP. Wir schauen einmal in das ganze Video rein. Jetzt weiter von Mr. Vamos. 22. Juli ist 13.13.404.113. Wir erinnern uns an die Website von Ripple, wo hier, wenn man da eine falsche Seite aufruft, quasi kommt der 404-Fehler, ne? Und dann ist da dieser Bär drin, der einem so nett zuwinkt und sagt, dass man ein schlechter Bediener ist, also schlechter Anwender. Und es geht weiter hier mit den Running Tracks, ne? 11344. In Bezug jetzt nochmal auf das Video, ne? Ist klar. Dann geht es weiter von XRP Le Broccoli. Denkt darüber nach. Barber hat uns die exakten Moon Dates gesagt, ne? 22. Juli. Aber er hat nicht das Jahr gecallt. Ich denke, es ist ein Rätsel. Und unser Date ist sehr viel nahe. Also unser Datum. Genau, hier 14. Juli, 22. Juli. Dann hier, du wurdest gewarnt, 22. Juli. Du musst es nicht glauben, aber die Zeit wird es zeigen. Weiter geht's hier nochmal von 22 Savage. 22. Juni, 18. Juni, 22. Juni, Bitcoin Dump. Dann hier 192 Tage bleiben übrig. Nichts passiert wirklich. Stunden später, Bitcoin crasht. Das kann auf jeden Fall kein Zufall sein. Und Genie schreibt am Ende des heutigen Videos,
Es kann sehr verlockend sein, seine XRP für andere Altcoins einzutauschen aktuell. Irgendein Coin, der so aussieht, als wenn er bald richtig abgehen würde, mit immer mehr Partnerschaften, ne, weitere Big Moves. Es ist sehr einfach zu vergessen. XRP hat das seit 4 Jahren gemacht, wenn nicht länger, ne? Also verliert es nicht aus den Augen und schaut darauf, dass der wahre Wert, ja, sich zeigt oder revealed wird quasi, ne? Also entfesselt wird. Ja, das ist auf jeden Fall das, was wir uns alle wünschen. Ich hoffe mal, dass ihr, wenn ihr standhaft bleiben wollt, auch die Kraft habt, standhaft zu bleiben bei XRP. Wenn ihr verkaufen wollt, dann, ja, verkauft doch. Könnt ihr auch gerne machen, wenn das der bessere Move für euch ist. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder. Falls nicht, schönes Wochenende. Haut rein. Ciao. Ciao.